Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie in der letzten Folge zwei potenzielle Questgeber eliminiert. War jetzt nicht so okay. Gebe ich zu. Ich wusste jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, wie ich mich jetzt helfen kann. Deswegen. Wollte ich eigentlich Zeugen vermeiden? Das hat nicht so funktioniert. Zack. Okay. Aber vielleicht kann ich es ja irgendwie wieder gut machen. Vielleicht. Ach, halt mal, jetzt haben wir hier unser neues Schildchen. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Ich muss hier geradeaus. Ja. Hier auf jeden Fall nicht. So. Oh, da kann ich durch. Sehr schön. Lass mich hier einfach durch. Gärten von Ysa. So, jetzt sind wir quasi im... Oh. Einfach mal einen Screenshot macht. Grüß Gott. Hallo, hallo. Servus. Salve. Willkommen in den Gärten von Ysa, der Heimstatt des Hofes des Sommers und dem warmen Herzen der Feenlande. Es kommt nur selten vor, dass wir ein Kind des Staubs in Ysa begrüßen können. Doch ebenso selten erwählt Nyralim einen Champion. Ich bin Eran, der Kanzler des Hochkönigs. Ich hoffe, ihr genießt unsere Gastfreundschaft. Der Hochkönig. Hochkönig Titarion ist der Herr der Sommerfeien, der Ursprung all unserer Weisheit und der Erste unter den Unsterblichen. Und seit Gadflo tragischerweise den Hochkönig des Hofes des Winters ermordet hat, ist Titarion der größte und letzte wahre Anführer unseres Volkes. Na gut, Ysa? Es ist ein wahrhaftiger Ort der Wunder, so wie es schon immer war und auch immer sein wird. Hier entspringt der Lebensquell Dalentarz und fließt in allen Richtungen durch die Feenlande. Es ist ein Jammer, dass einige unserer Art in einen derart verkümmerten Zustand verfallen sind. Aber wir können ob ihrer Schwäche keine Tränen vergießen. Na gut. Alle ich fand es schöner, als die Gärten noch friedlich waren. Euresgleichen verspürt keinen Drang zur Erkundung, aber es wären euch... Ja, Staubling. So. Wir gehen mal gleich mal zum Oberchef. Oberbababu-Chef. Den Baum hinauf. Der Brunnen. Seit meine Rolle verlangt, mit Sterblichen nicht zu sprechen. Ich soll sie lediglich ruhig halten. Hochkönig Titarion erwartet euch. Legt den Kodex bitte vor ihm nieder. Dann wird er euch alles Weitere erklären. Wie der schon da sitzt. Oh. Okay.
Empfangen im Chaos. Geboren in gestohlener Magie. Zerrissen vom Schicksal. Kind zweier Väter. Verrat über Verrat. Der Winter zerbrochen. Der Marionettenkönig auf seinem Thron umschmeichelt und belogen. Die Macht, die in ihm wächst, ist nicht seine eigene. Es begann im Kosmos. Und dort unter beginnt ihr Schreie von jenseits des Schleiers. Wahnsinn und Raserei. Wahnsinn. Uns ist bewusst, dass es verwirrend für euch sein muss. Genau wie die Feien kann auch das Schicksal nicht verändert werden. Aber die Tuatha sind Feien, die zu etwas Neuem geworden sind. Und ihr seid ein Sterblicher, der aus dem Gewebe des Schicksals befreit wurde. Gadflo behauptet, die Tuatha seien das Werk seines neuen Gottes. Aber wenn die Tuatha die Schöpfung eines Gottes sind, was seid dann ihr? Ich muss mich entschuldigen, das Spiel ist manchmal sehr laut. Ich bin etwas Neues. Die Macht eines Gottes in Händen eines unbesonnenen Sterblichen. Das ist der Grund, warum Nyralim fürchtet, zu was ihr werden könntet. Dieses Zeitalter hat zahlreiche Veränderungen gesehen. Veränderungen, die wir einst für unmöglich hielten. Wir haben uns geirrt. Ihr seid mit der Macht im Osten verflochten. Daran besteht kein Zweifel. Eure Energie reicht bis nach Alabastra zurück. Wir wissen nicht, was geschehen wird, wenn ihr dorthin geht, aber wir wissen, dass die Macht hinter Gadflo euer endgültiges Ziel sein wird. Sein Gott ist eure Antwort und das Schicksal dieser Welt. Ich danke euch. Und vielleicht könnt ihr außerdem mithelfen, das Schicksal unserer Welt zu ändern. Ich habe jene gesehen, die dazu bestimmt waren, Helden zu sein, denen große Taten wie von allein zuflogen. Sie kommen, sie handeln und sie verschwinden, so wie es geschrieben steht. Ihr hingegen bewirkt Großes nicht, weil ihr es müsst, sondern weil ihr euch dafür entscheidet. Und das ist eine weitaus wahrhaftigere Größe. Das ist bewundernswert, doch Willensstärke allein wird euch nicht reichen. Ihr mögt vom Schicksal befreit sein, doch ihr seid nicht vor dem Tod gefeit. Sprecht mit euren Verbündeten. Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr darauf hoffen, die Kräfte, denen ihr euch gegenüber seht, zu überwinden. Erfahrungsbonus und Goldbonus. Der Unbeschriebene. Schön. Wer ist meine Verbündeten? Sind meine Verbündeten jetzt quasi hier die von Haus der Balladen? Oder Windermeer? Oder so? Ich hab einen. Aber jetzt guckt man mal ganz. Ach ne, er. Wie kommt denn er dahin? Und sie? Wie kommen die zwei denn dorthin? Hilfe, Hilfe! Ich möchte mal ganz kurz nochmal Schicksale. Nee, nicht Schicksale. Hier Status. Schicksalswendungen. Erfahrungsbonus, Blutungsresistenz, Herold der Götter. Der ungeschriebene Erfahrungsbonus und Gold. Bildstimme Schaden mit Feinklingen, 6% Mana. Berufener Schaden, Abrechnungsmodus. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, sind die Schicksalswendungen dauerhaft aktiv? Egal, ich rede erst mit ihr. Wer hätte gedacht, dass ihr derart interessant sein könntet?
Der Tod scheint euch ausgesprochen gut bekommen zu sein. Agard sucht nach einem Ausweg, Nyralim nach einem Retter und Titarion nach einem Champion. Und irgendwie gebt ihr jedem von ihnen, was sie brauchen. Ich bin beeindruckt. Ihr habt recht. Es wird alles andere als leicht werden. Die Tuatha belagern unsere Truppen in Melsentia. Und ihre Macht hat über die Jahre noch zugenommen. Ihr werdet mehr Hilfe brauchen als meine und die des alten Schicksalswebers. Ihr braucht eine Armee. Vor ein paar Jahren hätte ein einzelner Krieger noch unbemerkt hineinschlüpfen können. Aber Verstohlenheit ist keine Option mehr. Nicht einmal für mich. Es gibt jedoch noch Hoffnung. In den Eratel-Ebenen wartet eine Spielerin, die sich schon viel zu lange nicht mehr an diesem Spiel beteiligt hat. Es wird Zeit, Kontakt mit General Telera aufzunehmen. Trefft euch in dem Dorf Emaire mit mir. Dort werde ich euch alles erzählen. Sehr schön. Macht euch auf den Weg. So. Ich habe nicht einmal die Hälfte dessen, was der König gesagt hat, verstanden. Aber es klingt, als hättet ihr einiges zu tun. Ein Glück, dass ihr dabei nicht allein seid. Um genau zu sein, habe ich vermutlich eine Spur gefunden, die uns zu einem alten Freund von euch führt. Der alte Fomerus Jus natürlich. Wenn uns irgendjemand helfen kann, dann doch wohl der Gnom, der euch ins Leben zurückgeholt hat. Ich habe ein wenig herumgefragt und konnte Kontakt mit seinem Vorgesetzten aufnehmen. Er denkt, er könnte uns helfen, Jus zu finden. Alle Scholaren der Gnome haben einen Templer, der ihre Forschungen unterstützt. Und offenbar ist Jus' Förderer, Templer Octien, fest entschlossen, ihn zu finden. Geht in den Südwesten, in die Brachlande der Tyris. Octien wird dort auf euch warten, um zu besprechen, wie ihr Jus finden könnt. Ihr seid nicht der Einzige, der auf der Suche nach Jus ist. Octien hat seine Spur bis in die Brachlande der Tyris verfolgt. Ihr solltet euch mit ihm unterhalten. Alles klar. Dann bauen wir uns jetzt eine Armee auf aus 5 Typis. Alter. Brachlande. Ja. Gut, ich würde fast sagen, wir bleiben erstmal noch hier. Erledigen hier in diesen zwei Dingen ein paar Aufträge. Denn ich möchte nicht so underleveled hinkommen. Jetzt soll ich mir aber nochmal Karte gucken. Hier müsste man ja auch noch die Helmsfeste. Ach, wir haben so viel zu tun noch. Ach, Gottchen. Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da drüben gibt es eine Quest. Fragen wir mal, was der so zu tun hat. Oh, wunderbar. Noch ein... Oh, ein Sterblicher. Ich glaube nicht, dass ich... Oh... Ihr seid der Leiter des Hauses der Balladen. Wie erstaunlich. Ihr seid nicht zufällig daran interessiert, einem einfachen Knappen zu helfen? Es liegt weit unter eurer Würde, aber... Nun, ja, ich stecke in der Klemme. Ich habe die Aufgabe, für die Halle der Audienzen Botschafter und Würdenträger auf ihre Audienz mit dem Hof des Sommers vorzubereiten. Im Moment gibt es 4 schreckliche... ehrenwerte Lords und Ladies, die eine Audienz beim Hochkönig Titarion erbeten. Aber sie sind schwierig und müssen mit Samthandschuhen angefasst werden. Sie müssen den Brunnen in einer Art Prozession betreten. Doch jeder von ihnen hat eigene Wünsche und ich darf keinen vor den Kopf stoßen. Okay. Wunderbar. Eine Sorge weniger. Ich danke euch, Sterblicher. Die Würdenträger lustwandeln im Garten und genießen seine Freuden. Ich werde hier auf euch warten. Machen wir irgendwann überall. Mal. Gorenet ist in der Halle der Audienzen. Die anderen sind in der ganzen Stadt verteilt. Was für ein Albtraum. Lebt wohl, Ehre. Jo. Voller. Na dann. Sterbliche? Sehr merkwürdig. Ja, ja. Machen wir mal kurz eine Mission. Machen wir die jetzt gleich.
Willkommen alle, die... Willkommen in der Halle der Audienzen. Ja. Wenn ihr eine Audienz... Sterbliche willkommen. Was kann ich für euch tun, euer Gnaden? Ich bin stets bereit, den Anforderungen des Hauses der Balladen an die Gemmenschleife nachzukommen. Oh, Gemmenschleife. Besucht mich wieder einmal. Das ist schön. Ein wunderbarer Tag. Sie schicken den Leiter des Hauses der Balladen, um mir zu dienen. Was für ein unnatürliches, sterbliches Spiel ist das? Warum seid ihr hier? Ich? Nun, meinem Alter nach sollte ich diese Prozession anführen. Doch mein lahmes Bein erlaubt mir nicht, meinen rechtmäßigen Platz einzunehmen. Ich sollte als Letzter gehen. Ich werde es zu Titarions Thron schaffen, selbst wenn ich kriechen muss. Okay. Natürlich! Wer geht als Letztes? Lord Gorrent geht als Letztes. Merken. Ich weiß schon. Ich werde den als Erstes gehen lassen mit seinem lahmen Bein. Ach, schön. Da kann ich mich da austoben. So. Wie bei diesem komischen Theater. Möge Lyria euch berühren. Okay. Ups, hier muss ich rüber. Ich erwarte Nachricht aus der Halle der Audienzen, aber ihr seid nicht der Bote. Der Leiter des Hauses der Balladen dient niemandem. Reihenfolge? Ich schere mich nicht um die Reihenfolge. Die anderen bestehen auf solchen Unsinn. Alles Firlefanz. Wenn ihr es allerdings seid, der solche Dinge festlegt, bitte ich euch, mich hinter Kriegsherrin Venery zu platzieren. Dann kann ich mich am Anblick ihres verlängerten Rückens erfreuen. Okay. War mir ein Vergnügen. Stets zu Diensten, fleischiger Meister. Setta hinter irgendwie bla. Mhm. Wenn okay. Ihr zum Hof wollt, müsst ihr über das Flechtwerk. Ja, ja. So. Hier, das Flechtwerk. So. Das machen wir später bei ihm. Jetzt müssen wir erstmal hier die Reihenfolge, da muss ich irgendwie zurechtkommen. Jo. Ich bin die Großjägerin Hartwen. Ihr dürft das Flechtwerk nicht betreten. Was führt euch hierher, schöner Mann? Kurios. Nun, ich genieße den größten Respekt und habe es am meisten verdient, voranzugehen. Zudem verabscheue ich Kriegsherrin Venery, diese Hure. Es ist also nur rechtens, dass ich den Hochkönig vor ihr grüße. Okay. Das Vergnügen war ganz meinerseits, Kind des Staubs. Wiedersehen. Also, Venery ganz davor, dann hinter sie. Ach, mir ist es scheißegal. Ich werde dann einfach irgendwas eingrücken. Sarah wird euch die Wege der Feien lehren. Wenn sie als Erster will, sie will als Erstes, dann schicke ich die andere, dann den Setter und ihn zum Schluss. Das wird dann wahrscheinlich die beste Reihenfolge sein. Außer sie will jetzt ganz nach vorne, mein Gott. Man kann es nicht jedem zurecht machen. Nee, nee. Ach man, Lysa, eine sehr verwinkelnde Stadt. Den hat mich ein bisschen an Danassus an von WoW. Dann brennt die Stadt ab. Hallo, wie geht gespannt. Es euch? So. Das Haus der Balladen muss euch höfische Manieren beigebracht haben, was euch aber nicht davon abhält, andere zu stören. Was kann ich für euch tun, euer Gnaden? Ich bin nicht gehässig, aber ich habe meine Grenzen. Ich weiß, dass ich angesichts meiner Stellung die Formation anführen sollte. Doch andere, empfindlichere Individuen werden dagegen sein.
Was ihr auch tut, lasst mich nicht hinter Feinhochmagier Gorenet gehen. Wie soll ich es nur sagen, er mieft. Okay. Das ist ich und mein Starkbier. Endlich allein. Guck mal, der spielt Flöte und Gitarre. Nein. Was zu trinken, Vetter? Oh Mann, oh Mann. Wir werden jetzt mal die Quest fertig machen und dann werden wir die Folge beenden. Denn ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren werden, wenn ich komplett auf ihre Worte pfeife. Der Zorn von Botschafterin Kane kennt keine Grenzen. Und den langsamsten nach vorn, sie dann dahinter. Schönen Tag. Das wird toll. Und er kriegt den Ärger hier, ja. Jo. Ja, euer Gnaden. Ihr habt sie also besucht, ja? Diese Gruppe von Schlangen, ja? Und habt ihr Vorschläge, wie ich sie präsentieren kann, ohne ihnen auf die Schwänze zu treten? Ich kenne die Reihenfolge. Da seid ihr der Einzige. Also dann, reihen wir die heimtückischen Schlangen auf. Okay. So. Warte, jetzt lass mich ganz kurz überlegen. Ja, ja. Dann die? Natürlich. Und dann? Ja, ja. Und ihr. Also gut. Der Nächste. Wie habe ich das gemacht? Verzeiht, Freund. So wird das nichts. Ich glaube nicht, dass sie mit dieser Reihenfolge zufrieden wären. Schade. Ach. Leb wohl, Ehrenvoller. Quest gescheitert. Schade. Da hatte ich mir doch. Okay. Na gut. Mist, ich dachte, ich könnte jetzt so aufstellen. Na dann. Also, wir verabschieden uns für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Haut rein!